heiße Simone Gingrich, ich bin Sozialökologin und arbeite am Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur Wien. Ich bin Forscherin, das heißt vor allem mache ich wissenschaftliche Forschung. Das bedeutet, ich lese viel, da wir befinden uns hier in der Bibliothek, wo auch mein Büro ist, in der Schottenfeldgasse. Ich rechne aber auch viel, ich diskutiere mit Kollegen und Kolleginnen und schreibe. Ich betreue auch Studierende, indem ich unterrichte und Masterarbeiten und Dissertationen betreue. Und ich beteilige mich daran, dass das Institut, das Department und die Universität gut funktionieren. Im Moment untersuche ich, warum Wälder wachsen, wie das zusammenhängt damit, wie Wälder genutzt werden, wie das Holz verwendet wird in der Gesellschaft und auch, was das für Zusammenhänge hat damit, wie andere Flächen genutzt werden, also wie die Landwirtschaft funktioniert und wie die Energieverwendung funktioniert. Also ich habe da einen recht breiten Blick. Das interessiert mich auch in einer langfristigen Perspektive. Mich interessieren Industrialisierungsprozesse und wie sich da der Zusammenhang zwischen Land und Energieverwendung ändert. Am meisten gefällt mir, dass ich an den Fragen arbeiten kann, die mich interessieren und mit Leuten zusammenarbeiten darf, die sich für die ähnlichen Fragen interessieren. Ich habe vor 3 Jahren einen großen Forschungspreis gewonnen bei der EU, einen ERC Starting Grant, und der ermöglicht es mir jetzt eben in einem Team an Fragen zu arbeiten, die ich mir ausgesucht habe und auch mit Leuten eben zusammenzuarbeiten, die sozusagen mit mir dieses Thema erforschen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns gerne vorstellen, wie die Welt wäre, wenn sie so ähnlich ist, wie sie ist, nur vielleicht ein bisschen fabelhafter. Geschichte. Ökologie. Ich habe sehr schöne Exkursionen in Erinnerung, die ich in meiner Studienzeit machen durfte. Und ich habe sehr wertvolle Freundschaften geschlossen, die ich immer noch habe. Ja, für mich persönlich bedeutet das, dass an der BOKU eigentlich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendeine Vision zu nachhaltiger Entwicklung haben. Und damit gibt es Gesprächsstoff und gemeinsame Interessen mit allen Kollegen und Kolleginnen. Ich stelle mir eine Gesellschaft vor, in der die Bedürfnisse aller Menschen erfüllt sind und gleichzeitig die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten erhalten bleiben. Als Sozialökologin trage ich zu so einer Zukunft bei, indem ich helfe zu verstehen, welche Formen der Ressourcennutzung in diesem Optionenraum möglich sind. Neugierde, eine Portion Idealismus und Offenheit für unterschiedliche Zugänge, die in der interdisziplinären Zusammenarbeit wichtig sind.